In diesem vierten Video zeige ich dir, wie du mehr über die einzelnen Pflanzen lernen kannst. Dazu kannst du den Pflanzenatlas der App benutzen. Tippe dazu wieder oben rechts auf die drei grünen Punkte. Tippe dann auf das erste Wort Pflanzenatlas. Nun siehst du alle Pflanzen, die du auf Mundraub finden kannst. Wenn du die Beschreibung einer Pflanze lesen möchtest, tippe auf den Namen der Pflanze, wie zum Beispiel die Kirsche. Im Pflanzensteckbrief findest du auch verschiedene Bilder. Sie helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Dort gibt es auch Ideen für Rezepte. Wenn du gerade erst anfängst, wilde Früchte zu sammeln, empfehle ich dir, mit ein paar einfachen Pflanzen zu beginnen. Diese Pflanzen können nicht so leicht mit giftigen Pflanzen verwechselt werden. Apfel, Birne, Kirsche, Mirabelle oder auch Kriechel, Pflaume oder auch Zwetschge, Quitte, Aprikose oder auch Marille, Maulbeere, Haselnuss, Walnuss, Esskastanie oder auch Maroni, Brombeere, Himbeere, Johannisbeere oder auch Ribisel, Hagebutte, Minze, Rosmarin, Thymian. Im nächsten Video gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps zum Sammeln von essbaren Pflanzen.